Hallo, mein Name ist Ronja Schönberg und ich bin Vikarin der Evangelischen Kirchengemeinde Bottrop. Schilde hoch! Der Befehl eines Raumschiff-Captains im Verteidigungsfall. Und schon wird in Science-Fiction-Filmen und Serien ein Energieschild aktiviert, das feindliches Laserfeuer eine Zeit lang abzuhalten vermag. Zugegeben, dieses Bild hatte der Autor des Epheserbriefs wohl nicht vor Augen, als er vor knapp 2000 Jahren schrieb: Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt die feurigen Pfeile des Bösen. Er dachte eher an antike Kriegskunst und daran dachte auch ich, als ich diesen Vers zu meinem Konfirmationsspruch wählte. Das ungewöhnliche Bild faszinierte mich damals. Heute fasziniert mich dieser andere ungewöhnliche Vergleich: Schilde hoch. Halb im Scherz schrieb ich einer Freundin kürzlich: Kontaktbeschränkung, irgendwie ist es ein bisschen wie auf einem Raumschiff ohne Crew. Videokommunikation, 35 Quadratmeter und nur nach draußen, wenn das Raumschiff irgendwo landet. Tage im Voraus planen, welche Vorräte ich brauche, weil ich möglichst selten in den Supermarkt gehen will. Und manchmal fällt mir die Decke auf den Kopf. Aber ich muss zugeben, ich finde ein bisschen Trost in dem verrückten Bild vom Raumschiff. Ich hoffe, Sie haben auch so etwas, was Ihnen in dieser Zeit gut tut. Gedankenbilder, die Sie einen Moment lang zum Schmunzeln bringen. Serien, Filme oder Bücher, die Sie ein paar Minuten lang in fremde Welten entführen. Oder kleine Rollen und Theaterspiele mit Ihren Kindern. Direkte Kontakte mögen eingeschränkt sein und trotz der Lockerungen auch weiter bleiben. Aber der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ein Gedanke noch zu meinem kleinen Raumschiff. Das Energieschild eines Raumschiffs, das schützt vor Angriffen von außen, aber nicht vor Sabotage. Das Schild des Glaubens aber, das schützt mich nicht nur vor Angriffen von außen, sondern auch vor allem, was von innen kommt. Deshalb versuche ich, wann immer zum Beispiel Zweifel und Angst in mir aufsteigen, nicht nur in diesen Tagen, das Schild des Glaubens und jetzt bin ich doch irgendwie wieder in dem antiken Bild. Ich versuche, das Schild des Glaubens ganz trotzig hochzuhalten und laut zu rufen: Gott selbst ist meine Stärke und mein Schild. In diesem Sinne, Schilde hoch.